Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Spiel, das im Estadio San Mamés stattfinden wird. Ich bin auch heute wieder Wolfuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der La Liga Santander. Athletic Bilbao gegen FC Barcelona. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Mehr Tore hat kein anderes Team geschossen als der FC Barcelona. Die Offensive ist der große Trumpf der Katalanen. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Sie bevorzugen einen doch ziemlich defensiven Stil, Buschi. Oh ja, auch heute wieder. Sie wollen geballt vor dem eigenen Tor stehen. Das ist nicht immer attraktiv, aber häufig erfolgreich. Kommen wir zur heutigen Aufstellung des FC Barcelona. Sie wählen das 3-5-2, Buschi. Ungewöhnliche Taktik, sagen manche. Ich bin gespannt, wer da welche Rolle spielen soll. Ist eine sehr offene Taktik, sehr flexibel, sehr variabel, so wie das im modernen Fußball ist. Es geht los, Bilbao mit dem Anstoß. Panayotis Retsos. Er ist da und kann den Ball hier klären. Ballverlust Barcelona. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Gute Aktion jetzt. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Früh wird er jetzt gestört. Ballverlust. Da wird er unter Druck gesetzt. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Unai Lopez. Macht er gut. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Mason Greenwood. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Barcelona verliert den Ball.
Panayotis Retsos. Sie verlieren den Ball. Husem Awa. Was macht er draus? Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ja, da müssen Sie aufpassen. Jetzt Barca am Ball, es gibt Einwurf. Ricky Puig. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Kann er was draus machen? Husem Awa! Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Klasse Pass! Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Den Ball kann er klären. Ja, direkt der Rückpass mit dem Kopf. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Mason Greenwood. Barca jetzt in der Offensive. Husem Awa. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl! Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann sieht er die Lücke, überlistet den Keeper mit dem Lupfer, technisch perfekt. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis ja, gar nichts. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ricky Puig. Guter Pass jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt der Angriff von Barca. Gutes Tackling hier. Panayotis Retsos. Husem Awa. Süle.
Ja, starker Pass. Kommt jetzt die Flanke? Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Panayotis Retsos. Unai Lopez. Das könnte was werden. Ist das der Anschlusstreffer? Er hält diesen Ball. Sensationell. Ist das schon Resignation? Die Riesenchance zum Ausgleichstreffer vergeben. Und jetzt muss er sich irgendwas einfallen lassen. Ecke kommt. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Eine weitere Ecke. Vielleicht ist diese Ecke die Chance, nochmal zu verkürzen. Die Fans geben alles. Der Ball kommt rein. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Er klärt hier mit dem Kopf. Das gibt Einwurf. Ball ist wieder weg. Er überzeugt heute als Passgeber. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Hussein Aouar. Jetzt der Vorstoß. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Hussein Aouar. Er ist frei, da kann was draus werden. Da haben sie gut aufgepasst. Zweikampf jetzt. Hussein Aouar. Süle. Wieder so ein klasse Pass. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Sie verlieren den Ball. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Schöner Pass. Und die Balleroberung, wichtig. Unai Lopez. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Es tut sich gerade was im RCD Stadium. Mein Tor ist gefallen. Infos dazu jetzt aus dem Studio. Wir haben hier das erste Tor für Espanyol. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 41 Minuten. Danke für das Update. Unai Lopez. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Den spielt er steil. Situation geht noch weiter, Gefahr ist noch nicht bereinigt. Erstmal geklärt. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Klasse Pass! Guter Einsatz, das war wichtig. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Das sieht vielversprechend aus. Hereingabe kommt lang. Ja, sie können erstmal klären. Verteidigt erstmal den Ballbesitz.
Eine Minute gibt es obendrauf. Guter Vorstoß, kann was werden. Unai Lopez. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Sie liegen vorne zur Pause und wir haben umkämpfte erste 45 Minuten gesehen. Kein Wunder, so ist das nun mal in einem Derby. Wenn sie das jetzt halten, wird es bei den Fans nachher kein Halten mehr geben. Es geht los, Bilbao mit dem Anstoß. Kann er was draus machen? Huseyma Uar! Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. Na, direkt der Rückpass mit dem Kopf. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Barca jetzt in der Offensive. Husem Aouar. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl. Das könnte was werden. Er hält diesen Ball. Sensationell. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Eine weitere Ecke. Vielleicht ist diese Ecke die Chance, noch mal zu verkürzen. Die Fans. So, Spiel geht weiter. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Die Führung bisher für Barca war eine gute Partie bislang von den Katalanen. Riqui Puig. Husem Aouar. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Endlich kann er sich heute mal auszeichnen. Einwandfreie Parade von ihm. Gut, dass er heute auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Ecke kommt. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Und das gibt Einwurf, der Ball im Aus. Die Spekulation, ob er bleibt oder nicht, die sind beendet. Er hat sich entschieden, er wird den Verein wechseln und sich einer neuen Aufgabe stellen. Aus meiner Sicht kann das mal ein ganz großer werden. Er hat eigentlich alles, was du für eine erfolgreiche Karriere brauchst. Riqui Puig. Husem Aouar geht da voll in diesen Zweikampf. Wir sehen das frühe Pressing. Auf außen ist Platz. Gute Chance für eine Flanke. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Und jetzt gibt es Einwurf nach diesem Kopfball. Schüler holt sich diesen Pass. In der La Liga Santander geht es bald weiter. Dann steht das nächste Spiel an für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen Atletico Madrid. Ganz genau. Und natürlich kommentieren wir auch diese Partie.
Viel mit Auge. Versucht's mit dem Lupfer. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade davor, die war klasse. Und jetzt wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken dürfen. Ja, die Fans stehen wie ein Mann hinter ihrem Team. Die spüren, es muss was passieren. Ich gebe ab ans Studio, denn es gibt einen Treffer aus dem Estadio de la Ceramica. Wir haben hier den zweiten Treffer für Valencia. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 55 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Die Gelegenheit für die Flanke. Kontermöglichkeit. Jetzt müssen sie schnell spielen. Houssem Aouar. Schöne Aktion. Und der Pass. Super Kopfball. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Mason Greenwood. Mason Greenwood. Er kann es machen. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Barcelona mit dem Angriff. Ball fliegt hoch ein. Oh, war das knapp. Na, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Unai Lopez. Pass auf außen. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Friedrich. Houssem Aouar. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Gefährlich jetzt. Was für eine Chance. Und dann knallt der Ball ans Aluminium. Da haben wir das bis hier oben scheppern hören. Ricky Puig, Mason Greenwood. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ich gehe mal kurz rüber ins Studio, denn im RCD Stadium gibt es einen Treffer. Ja, wir haben hier das erste Tor für Sevilla. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 67 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Barcelona verliert den Ball. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Er spielt den Pass auf den Flügel.
Super Tackling. Jetzt können sie vielleicht kontern. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Ein guter Block hier. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Kommt jetzt die Flanke? Macht er gut. Bongonda. Schönes Zuspiel. Fängt diesen Ball ab. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Sie werden hier wechseln. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Er blockt die Hereingabe ab. Ballverlust. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ballverlust Barcelona. Fairer Einsatz hier. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Kann er was draus machen? Houssem Aouar. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Und jetzt läuft die Uhr natürlich für sie. Sie waren gut im Spiel, führen sicher und werden das Ding hier nach Hause schaukeln. Und das gibt Abstoß. Die letzten Minuten in diesem Spiel, der FC Barcelona ist hier auf dem besten Wege, 3 Punkte mitzunehmen. Und die Fans sehen es ganz genauso. Und ich denke, dieser Optimismus ist nachvollziehbar. Grandiose Vorstellung der Mannschaft. Der Dreier steht fest. Maximilian Wöber. Panayotis Retsos. Jetzt haben sie den Ball. Guter Pass. Lange Flanke jetzt. Der Ball wurde gut weggefaustet. Enormes Laufpensum. Er geht hier weite Wege, um sich den Ball zu holen. Gute Aktion. Houssem Aouar. Da kommt der Versuch. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Jetzt kommt der Wechsel. Jetzt der Eckball. Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz versuchen. Bongonda. Panayotis Retsos.
lässt sich den Ball nicht abnehmen. Callum Wilson. Und das muss natürlich Abschluss geben. Jetzt kommt hier der Wechsel. Joe Gomez. Ricky Puig. Das könnte vielleicht was werden. Er muss doch sitzen, oder? Stramm abgezogen. Aus der Entfernung eine bessere Chance bekommst du nicht mehr. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich, sehen wir noch. Er gibt Freistoß, klar. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Flanke kommt kurz. Da können sie erstmal klären. Ecke kommt ins Zentrum. Da passt der Torhüter auf bei diesem Eckball. Dembélé. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Der Ballverlust. Schöner Zweikampf. Damit war es das für heute. Der Sieg geht am Ende also an den FC Barcelona. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Es geht los, Bilbao mit dem Anstoß. Kann er was draus machen? Huseyma Aouar! Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. Na, direkt der Rückpass mit dem Kopf. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Barça jetzt in der Offensive. Huseyma Aouar. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl. Das könnte was werden. Er hält diesen Ball. Sensationell. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Eine weitere Ecke. Vielleicht ist diese Ecke die Chance, nochmal zu verkürzen. Die Fans. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball.
Endlich kann er sich heute mal auszeichnen. Einwandfreie Parade von ihm. Gut, dass er... Schöne Aktion. Und der Pass. Super Kopfball. Barcelona mit dem Angriff. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Gefährlich jetzt. Was für eine Chance. Und dann knallt der Ball ans Aluminium. Da haben wir das bis hier oben scheppern hören. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Houssem Aouar. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Das könnte vielleicht was werden. Er muss doch sitzen, oder? Stramm abgezogen. Aus der Entfernung eine bessere Chance bekommst du nicht mehr.